Freitag, 1.12.2017, 14.41 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback kommentieren IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, brandet unterstrich Schandl unterstrich dieser, wenig Zeit. Am Textende gibt's eine Zusammenfassung. Es ist das Ereignis in Russland. Der Zugang zum Kreml ist für Touristen bereits seit Tagen gesperrt. Plakate werben in Moskaus Straßen für die Übertragung der Auslosungszeremonie für die Fußball-WM im ersten Kanal. Immer wieder blendet das Staatsfernsehen Szenen des Pokals ein, der durchs Land tourt. Und FIFA-Chef Gianni Infantino wird gezeigt, der Russland als warmes und offenes Land mit seinen modernen Stadien lobt. IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Outstream, IF, Type of ID, gleich undefinit, ID.AD, Mitte unterstrich 1. An diesem Freitag ab 16 Uhr deutscher Zeit werden die Gruppen für die WM ausgelost, im Live-Ticker bei Spiegel Online. Hier finden Sie schon jetzt alle Informationen. Natürlich wohnt auch Russlands Präsident Wladimir Putin der einstündigen Auslosungsshow im staatlichen Kremlpalast bei. In dem Kasten aus Beton, Glas und Marmor, der sogar nicht zu den alten Kirchen und Gebäuden auf dem Gelände des Kremls passt, feierte sich bereits die Kommunistische Partei. Sehen Sie hier ein Video von RIA Novosti zum 50. Jubiläum des Gebäudes auf Englisch. Rund 1.300 Gäste kommen am Freitag für die Auslosung in die russische Hauptstadt, darunter neben FIFA-Mann Infantino auch die argentinische Fußballlegende Diego Maradona und Weltmeister Miroslav Klose, der die 6 Kilo schwere Statue in den Saal tragen wird. Englands ehemaliger Stürmer und BBC-Moderator Gary Lineker und die russische Sportjournalistin Maria Komandnaya werden die Auslosung moderieren, die Millionen Menschen